Es ist der 29.07. Guten Morgen aus dem Ahrtal und wir sind in Altenahr und zwar dort, ja, an einer Stelle, die eigentlich jeder gekannt hat, die Seilbahnstation in Altenahr, die von der Flut verheerend zerstört worden ist. Und wenn wir jetzt mit der Kamera einfach mal rübergehen, dann zeigt man, mit welcher Gewalt dieses Wasser die Gebäudeteile zerstört hat und was hier alles angeschwemmt wurde. Wir sind direkt am Ufer der Ahr und nach 2 Jahren sieht es hier immer noch so aus, weil einfach auch Leute fehlen, die helfen können, Leute fehlen, die mit anpacken, damit diese Chaosbaustellen und dieses, es stinkt hier auch, einfach entsorgt werden kann. Und ja, das ist wichtig, dass sich vielleicht der ein oder andere nochmal hier mit den Kommunalpolitikern in Verbindung setzt oder mit bestehenden Helfergruppen und ja, dass einfach hier nochmal Hand angelegt werden kann und geholfen werden kann. Michael Genn aus dem Ahrtal.